Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer im wahrsten Sinne traumhaften Folge Hollow Knight. Ja, traumhaft ist, glaube ich, mehr als genug gesagt. Wir müssen uns nach wie vor mit den Traumdudes herumschlagen, besonders mit Le super krasser Ritter, der da auf uns wartet. Und ihr habt, leicht kryptisch, geschrieben, dass ich mir doch mal einen Talisman angucken soll, der eher... der nicht so vielversprechend klingt, wie er wohl anscheinend ist. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, den robusten Panzer, der erhöht unsere Widerstandsfähigkeit. Das finde ich ziemlich obviously gut. Erhöht die Macht von Zaubern. Ja, wenn ich mal mehr zaubern würde, Sprintmeister. Kann häufiger sprinten und den Sprint auch nach unten einsetzen. Ideal für alle, die sich so schnell wie möglich... Ja, Wendigkeit immer gut. Das Larvenlied. Erhalte Seele, wenn du Schaden nimmst. Wäre eigentlich gegen den Ritter gar nicht so bad. Ist die Frage, wie viel das ist. Da es relativ schwierig ist, da ich nur mit dem Traumnagel Seele bekomme. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Zauberbändiger reduziert die Seelekosten von Zaubern. Ja, ja. Schneller Hieb. Ja, warte mal. Mhm. Schneller zuschlagen gefällt mir eigentlich ganz gut. Langnagel haben wir ausgerüstet. Zeichen des Stolz. Stammt der Mantis an diejenigen vergeben, die von ihnen respektiert werden. Erhöht die Reichweite... Moment mal, was? Was geht aus? Wieso habe ich denn den Langnagel? Da muss ich doch... Das klingt doch viel besser. Sekunde mal, Sekunde. Also Traumträger kann, glaube ich, raus. Ermöglicht dem Träger, den Traumnagel schneller aufzuladen und damit Gegner mehr Seele zu entziehen. Lassen wir mal weg. Dann kommt der Langnagel auf jeden Fall weg. Weil wir das ja hier noch viel krasser machen können. So... Was haben wir hier noch? Die Dorn der Qual, die haben uns bei einem anderen Boss sehr geholfen. Der Panzer könnte beim Heilen gut helfen. Und eben der Talisman aus dem Darm einer Egelmatrone. Verwandelt den Zauber Rachegeist in eine Horde explosiver Egelbabys. Logisch. Wappen des Verteidigers. Einzigartiger Talisman, den der König von Heilands lässt seinem loyalsten Ritter verliehen. Ist das vielleicht so ein Ding? Wenn diese Ritterboys... Da so eine, was hattet ihr gesagt? Also vielleicht habe ich das so falsch in Erinnerung, aber so eine Art Elite-Garde waren? Vielleicht ist das hier ganz cool. Also ich glaube nicht, dass es einen Talisman gibt, wo der Ritter einfach auf einmal sagt, oh, du bist cool, alles klar, hier sind deine Seelen. Der Mutterleib? Die Nestlinge verspüren keinen Hunger und haben kein Selbsterhaltungstrieb. Sie leben bloß... Ach ja, das ist, um diese Viecher herbeizubeschwören. Jonis Segen, das Ding ist komplett krank. Es kostet 4 Plätze. Der Träger bekommt einen gesünderen Panzer und kann mehr Schaden einstecken, sich aber nicht durch das Fokussieren von Seele heilen. Das ist ärgerlich. Das brauchen wir für die Flammenquest. Das haben wir eben rausgepackt. Joa, damit machen wir unsere Nagelkunst besser. Weiß ich nicht. Scharfer Schatten. Beim Anwenden von Schattensprint wird der Körper des Trägers geschärft, sodass er Gegnern Schaden zufügt. Klingt auch nicht verkehrt. Enthält einen verbotenen Zauber, der Schatten in tödliche Waffen verwandelt. Spurenpilz. Stößt beim Fokussieren von Seele eine Spurenwolke aus, die Gegnern langsam Schaden zufügt. Huch. Und natürlich das Schwarmblut, das hattet ihr erzählt, das heilt irgendwie die Wunden des Trägers mit der Zeit und ermöglicht so die Wiederherstellung von Gesundheit. Das ist immer nachdem man getroffen wurde oder so, meintet ihr, glaube ich. So, wir können ja hier auf jeden Fall ein paar Sachen, wie zum Beispiel... Den D-Kompass brauchen wir nicht, den Geoschwamm brauchen wir gerade nicht. Haben wir 2 Slots für was Cooles. Was Cooles! Die Frage, was ist cool? Schneller Hieb fanden wir cool, ne? Aber da haben wir hier... ...dass wir einen sicheren Stand, aus dem weiter angegriffen werden kann. Müsste man halt voll umdenken, wenn ich... Ich mach's mal. Komm! Was soll denn der Geiz? Sind wir einfach mal schön auf 3 Talismanen runter. Wir bekommen mehr Seele. Wohl eigentlich. Da wir ja eh wenig Seele bekommen im Kampf gegen den. Ich nehme das mal raus und packe mir mal hier den stabilen Körper wieder rein. Oder warte mal. Haben wir das nicht sogar noch in einer besseren Ausführung? Nee, Quatsch. Das ist für, dass wir nicht zurückbouncen. Und irgendwo haben wir hier noch was Defensives. Wir könnten ja das Larvenlied nehmen. Dann bekommen wir noch Seele, wenn wir getroffen werden. Komm, hier. So, das ist jetzt der Bild. Geht jetzt rein hier. 5 Minuten sind schon vorbei und wir haben noch nicht einmal auf jemanden draufgeklopft. Das müssen wir sofort ändern. Haja! Aua. Ich habe jetzt nicht den...
jetzt nicht genau gesehen, wie viel Seele ich durchs Treffen bekommen habe. Aber ich glaube, es war jetzt nicht super wenig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es kann nur gut werden. Fantastisch. Traumhaft. Und andere Worte, die an dieser Stelle Sinn machen würden. Oh, kann ich jetzt schnell zuschlagen. Meine Güte. Oh. Ui, ui, ui. Oh Gott. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hier bin ich falsch. Mir gefällt auch sehr gut. Nee, mit. Scheiße. Da ist ja einmal keine Kompassnadel mehr. Ist mal dumm. Aber ist okay. Das bei den Traumbossen musst du dich nicht damit befassen, ob du deinen kleinen Schattenheini einsammeln musst. Das ist ganz angenehm. Wollen wir mal schauen. Ist das falsch? Wollen wir doch mal gucken, ob das in irgendeiner Form besser funktioniert. Gespannt. Die werden auch nicht alt, wirklich. Diese kleinen Gelee-Köpfe. Wenn wir ein bisschen leiser machen. Dröhnt ja hier wieder. Zu gierig. Zu gierig. Oh Gott. Oh oh. Wir haben ein Problem. Wir haben doppelte Probleme. Ich komme hier gar nicht zum Heilen mal wieder. Ah! Okay, es war... Wir bleiben ruhig. Das war, weil ich so schnell zuschlagen kann. Da bin ich in so einem... Da bin ich im Rausch. Da kann ich auf nichts anderes mehr Rücksicht nehmen. Dann ist einfach nur noch prügeln. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich... Ich kann meine Kraft nicht kontrollieren. Und dann passiert sowas. Also, nochmal ganz in Ruhe hier. Wir werden jetzt nicht nochmal eine ganze Folge mit dem Fabrik. Nicht aufhören zu schlagen, es macht so viel Spaß. Ah, scheiße, hätte ich springen müssen. Oh Gott, noch ein. Jawohl, das ist gut. Ich nutze mal für eine Heilung. So, und jetzt holen wir uns. Scheiße, wir können trotzdem nur eine bestimmte Anzahl aufschlagen, ne? Das war auch dumm. Aber ist noch alles. Ist das nichts gut? Gar nichts ist gut. Ah! Mach aber auf einmal schnell bei mir. Aber mir gefällt das. Mir gefällt das. Wir schaffen das. Kriegen wir hin. Ich muss einfach nur mich an die neuen Fähigkeiten gewöhnen. Kann nur gut werden. Ansonsten ist vielleicht auch das mit der... So, komm her. Okay. Ja, ist okay. Können wir mitarbeiten. Ja, ist alles... Na, gar nichts ist gut. Bleiben. Oh Gott, verdammt nochmal! Scheiße! Ah! Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass er nochmal den Jump macht, dass ich unter ihm durchkomme. Aber das hat ja überhaupt gar nicht funktioniert. Naja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ich glaube, insgesamt ist das schon ein ganz guter Bild. Ich glaube, da können wir mit arbeiten. Den Angriff will ich halt einfach... Oh mein Gott! Was kommen jetzt? Okay. Jawohl. Stark. Auf da.
Weg. Einmal heilen. Okay. Ruhig beim. Puh. Wir haben alles unter Kontrolle. Ah! Boah, stark, Leute! Gib ihm! Einheilen. Was kommt jetzt? Nervös! Ich bin nicht nervös, du bist nervös! So schnell kann ich gar nicht X drücken, so schnell wie ich angreifen kann. Komm her! Ist nicht schlimm! Jawohl! Ja, mit der Fresse! Jetzt geht er wieder in die Mitte. Wir heilen. Ja, alles rüberschießen zu ihm! Da kommt nochmal eine zweite Phase, ne? Dann komm jetzt her! First try. So! Ja, lauf weg! Da habe ich ihn besiegt! Ich wollte sie die Kraft, andere zu beschützen. Als ich den Ritter sah, schlafend sicher in seiner großen, starken Rüstung. Nicht der Wahnsinn für mich dazu, ich wollte sie einfach. Ah, kann ich verstehen, so eine coole Rüstung. Jedoch schlussendlich, wenn Stärke einen nicht retten kann, was dann? Ich versuche das alles. Da gibst du auch 300? Jawohl, auch 300. Nice, Leute! Das ist. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Das, Upsi. Aber gut. Wir haben nochmal 300 Seele. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, da werde ich einmal ganz kurz einen kleinen Schnitt machen. Denn ich muss mal gucken, was denn überhaupt noch an Traumbossen verfügbar ist. Deswegen, ich bin sofort wieder da. Nicht weglaufen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mich einmal kurz informiert und ich habe etwas. Ah, es gibt noch einen gar fürchterlichen Traumboss. Das wird, glaube ich, eine hakelige Nummer. Nämlich den Kollegen, der doch sehr so aussieht wie wir. Hier ganz unten, da in dem ein Knubbel. Das heißt, wir müssen zu dem Palast unten. Wo sind wir aktuell? Ich habe keinen. Ach, ist ja ganz easy. Wir müssen ja nur hier rechts durch. Und dann kommen wir ja zurück zur. Zur Station und dann düsen wir da runter. Da müssten wir auch eigentlich nicht die Talismane nochmal austauschen. Ich glaube, da brauchen wir die Kompassnadel nicht für. Das heißt, eine Mal zu. Ja, ist die versteckte Station. Genau. Und dann düsen wir nach links durch. Das ist, ja, wie gesagt, das Kerlchen, das so. Das ziemlich so aussieht wie wir. Da unten in, in der Dunkelheit liegen ja eh ein Haufen von so kleinen. Käfern, die so aussehen wie wir. Da bin ich auch. Zu dir kommen wir noch, Kollege. Wir kommen zurück. Kannst du dich aber drauf einstellen. Uraltes Becken. So, wir müssen aber, glaube ich, oben lang. Warte mal. Ja. Oder? Guck mal kurz. Ist er weg. Glaube ich hier links. Das sieht gut aus. Ah, guck, hier ist sogar eine Bank. Luxus pur. Da müssen wir rüber. Oh, shit. Der Zug. Der Zug. Der Zug hat keine Bremse. So, und hier links weiter müsste jetzt Le Boss sein. Wäre vielleicht gar nicht so unklug gewesen, wenn wir die sofort gemacht hätten. Naja, jetzt sind wir halt hier und kommen zurück. Da liegt er. Wollen wir uns das Kerlchen mal angucken, wa? Geht hier direkt Schlag auf Schlag. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen in der Traumvariante. Kann nur furchtbar werden. Ich weiß gar nicht mehr, was der so alles auf dem Kasten hatte in seiner normalen Version. Das ist ja ärgerlich. Oh Gott! Ah! Mein
jetzt schon der Weg zum Boss die Herausforderung ist. Was ist denn hier los? Okay. Durchatmen. Hab ein bisschen gespuckt, aber das ist okay. Komm her! Verlorenes Kind. Ah ja, genau, der hat so einen kleinen schnellen Dash. Ja, ist aber kein Problem. Ah, da muss Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Ah, oh Gott, da kommen ja kleine Gelee-Bomben. Oh, shit. Okay, okay, Moment. Ah, okay, das müssen wir erstmal alles, ne? Erstmal alles wieder reinkriegen. Wir hatten ihn halt einmal gestaggert, dann war aber das Problem, dass da die kleinen, wie habe ich sie genannt? Wo kleine Gelee-Gegner da ankamen, das war natürlich ärgerlich. Komm her! Kein Grund zu schreien. Oh, nee, klar. So. Warum wollte ich heilen? Volle Ladung. Einfach aggressiv. Jawohl! Ich hau ihn in Stücke. Lass ihn weg hier. Muss kurz heilen. Unfair. Ich war am Heilen. Ist nicht schlimm. Ein. Oh, das war einer zu viel. Oh, oh, oh Gott, was macht er denn jetzt? Ich wollte es ja unbedingt so. Nein! Oh Gott, ich wollte ihn weghauen, damit ich mich heilen kann. Aber wir haben ihn oft gestaggert gehabt, ne? Der hält aber gut aus. Aber ich glaube, Angriff, so richtig schön aggressiv, das ist bei dem, glaube ich, die Devise. Jetzt lass mal gucken hier, wie kommen wir da am besten hin? Ja, so, ne? Zack, da sind wir auch schon. Komm her. Ja, ist nicht schlimm. Eine Heilung. Vermöbeln. Okay. Wildes Gefuchtel. Einmal heilen. Von den einfachsten Angriffen wird man hier getroffen. Heilen. Stark. Einmal voll heilen. Scheiße, bin ich in ihn rein. Bin zu überschwänglich. Heilen. Verdammt nochmal. Ist nicht schlimm. Jetzt heilen. Wegboxen. Ist nicht schlimm. Heilen. Easy. Absoluter Easy-Boss. Wer einen Bums. Besiege das verlorene Kind. Gut, okay, es war halt auch nur ein Kind, ne? Wir wollen... Bleibt auf dem Boden. Wir haben ein Kind verprügelt, okay? Ruhig Blut. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der zu erzählen hat. Womit akzeptieren? Da gab es gar nichts zu erzählen. Er stand einfach akzeptieren. Oh boy. Oh boy. Okay, so, jetzt muss ich leider wieder einen kleinen Cut machen, weil ich finde die ja alleine alle nicht. Das heißt, ich gucke einmal kurz, ich glaube, einen gibt es noch. Ich werde aber einmal kurz schauen, dann düsen wir zu dem hin und dann, Leute, dann haben wir tatsächlich genug Seelen für den Super-Duper-Dream-Nagel. Aber erstmal den Boss finden. Erstmal den Boss finden. Ich mache nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns sofort wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Und wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann da, wo wir
gegen den Dungritter gekämpft haben. Den gibt es wohl in einer Traumversion. Überlege ich, ob ich einmal kurz die Kompassnadel anmache, beziehungsweise... Eigentlich ist es auch egal, ne? Shit! Naja, passiert. Aber nachdem haben wir dann auf jeden Fall genug Essenz. Ich bin... Oh Gott, ich bin zu weit gelöscht. Da bin ich ja sehr gespannt, was dann abgeht. Aber erstmal hinkommen. Erstmal müssen wir hinkommen, das heißt... Überlegen, was gibt es denn da für eine Station in der Nähe? Gucken wir gleich mal. Nee, Quatsch, wir müssen hier runter. Da nicht hin. Hier, nein, hier auch nicht. Da. Hier, so. Mein Gott, das ist aber alles sehr verwirrend gebaut, ne? Also wenn wir Heilands Nest nochmal neu aufbauen wollen, dann müssen wir ein paar Dinge strukturell ändern. Das muss alles besser ausgeschildert sein. Sichere Straßen. Eine gute Beleuchtung. Das muss doch machbar sein. Bevor wir sterben, setzen wir uns hier nochmal hin. Plop. So. Ah ne, warte. Erstmal auf die Karte gucken. Wir möchten nämlich in die königlichen Wasserwege. Dann macht es am meisten Sinn. Am meisten Sinn macht es, wenn wir mit dem Zug nach rechts fahren, ne? Und dann nochmal durchdüsen. Weil eine Station gibt es da ja natürlich nicht. Ja, gut, okay. Hilft nichts. Dann sind wir hier überhaupt nicht richtig. Dann fahren wir halt mit der Bahn. Wir können noch viel weiter. Zu dir kommen wir gleich, Junge. Gleich habe ich genug Essenz für dich. Hold my Traumnagel. Schneller angreifen. Es ist auf jeden Fall absolut richtig, was ihr gesagt habt. Angriff ist die beste Verteidigung. Da muss man einfach sagen, richtig schön aggressiv am Gegner dranbleiben. Das funktioniert einfach. Also gerade jetzt bei dem letzten Gegner hat das ja, Achtung, Wortspiel, traumhaft funktioniert. Wenn ich mir direkt mal einen Schluck Traumwasser. Wir setzen jetzt einfach überall das Wort Traum davor. Sicher. Gut. Genau, wir sind jetzt hier unten. Wir müssen da jetzt einmal den Lachs hochlaufen. War das hier durch? Ja, das war hier durch. Ah ja, hier die kleine Bienenkolonie. Das war auch ein wildes Level. Warte mal, gibt's hier schon? Ach nee, Quatsch, hier sieht man nur schon die ersten Ausuferungen. Hier müsste es doch dann... Wir müssen noch auf dem Weg sein, ne? Hier oben rein, das sind doch jetzt die königlichen Wasserwege. Das sieht gut aus. Jawoll. Hier geht's ja auch noch irgendwie... Wohin geht es hier eigentlich? Hier, das haben wir, sind wir so oft dran vorbeigedüst. Haben wir aber nie... Okay, vielleicht haben wir doch mal geguckt. Bin ich hier doch schon mal lang? Ja, tatsächlich, da war ein Räubchen. Ah! Da müssen wir auch noch mal hin, ne? Die ganzen Belohnungen für die Raupis müssen wir einsammeln. Oh, ein mühsamer Weg, wenn man das so macht. So, wir sind jetzt über den Teich hier. Und hier geht's runter. Genau. Müssen wir jetzt genau finden, wo wir lang müssen. Aus dem Weg. Loser. So, hier weiter runter. Oh Gott. War alles gut. Genau, wenn wir hier jetzt rüber flitzen, kommen wir, glaube ich, einmal in diesem Mittelding raus. Ja, genau, mit den ganzen Spikes.
Weg da. So, das heißt, wir sind jetzt da. Hier geht es ja auch nur nach oben. Ich brauche hier überhaupt gar nichts. Schön hier rauf, 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 rauf. Jetzt sind wir... Ich muss das ja immer ein bisschen verordnen. Wir müssen jetzt hier irgendwo gleich mal hoch, meine ich. Hier? Hier? Hier geht's hoch. Nee, aber da oben ist auf jeden Fall ein Weg. Hier geht's hoch. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir doch, glaube ich, irgendwo... Oder hier war zumindest der Auftakt zu dem... zum Dunkritter. Wo geht's jetzt hoch? Nee, warte, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Hier haben wir gegen den gekämpft. Hier haben wir die Säure gehabt. Ich glaube, der ist, wenn ich das eben richtig gesehen habe, hier irgendwo runtergedasht. Wo bin ich denn gerade? Ja, ich müsste da oben rechts in dem Zipfel sein, wo die kleinen Kügelchen auch sind. Die ganzen Kackerbälle. Wusste doch, dass der hier irgendwo runter ist. Ein Königsidol, her damit. Da Lichter. Leute. Was hat denn der da im Hintergrund gebaut? Was sind das für Figuren? Na ja, gut. Dann wollen wir dem mal kurz einen auf die Schnute geben. Sieht aber wild aus hier. Da geht's nicht weiter, okay. So, dann komm mal ran hier. Er ist ganz sauber jetzt. Meister Verteidiger, das ist ein Meister Popper. Okay, er hat ein paar Skills. Ich will ihn gerne einmal staggern. So wird das alles nichts. Dumme, dumme, dumme. Okay, 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 okay. Der hat's. Den müssen wir uns nochmal genauer angucken. Er ist ein bisschen wilder als seine bisherigen Kollegen. Aber den kriegen wir auch ohne Probleme. Ja, ist okay, das denken wir einfach weg. Okay, ärgerlich. Hilft mir wieder das Zeitfenster zum Heilen. Scheiße. Wortwörtlich. Es wäre am besten, wenn wir ihn... Ich habe das Gefühl... Gerade ist meine Idee, ihn einmal zu staggern, damit wir heilen können. Bis dahin einfach nicht getroffen werden. Eine viel bessere Idee habe ich gerade noch nicht, aber da wird sich bestimmt noch was anbieten. Durch den Kack. Aber erstaunlich saubere Rüstung dafür, da, wo er da rauskommt. Mann, ich hau doch so schnell, das muss doch eigentlich klappen. Ja, ist okay. Hacken, hacken, hacken. Ja, stark. Okay, das ist nicht so gut, aber ist nicht schlimm. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ja. Da kann man ja mal gut heilen, wenn er den Move macht. Oh Gott, es geht überall. Okay, alles klar. Die ganze Arena ist damit voll. Ja.
immer noch nicht gestaggert wurde. Ach, scheiße. Verdammt! Okay, ein. Nein! Ach, scheiße. Oh, zweite Phase. Teil nochmal. Ist gut. Stark gedasht. Da muss man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Okay. Okay, du willst mit Kacke werfen? Alles gut. So, unter Kontrolle. Leute. Leute, was war denn das hier für eine Boss-Folge? Was ist mit ihm? Oh nein, die im Hintergrund. Die sind alle... Oh, er war ganz traurig. Freunde, ich werde unser geliebtes Königreich beschützen. Glaubt an mich. Meine Freunde, wir werden alle zusammen sein. Das ist, was der danach gebaut hat aus... Kacke. Seine Freunde. War Wunder. War Wunder. Oh, er tut mir ein bisschen leid. Aber guck mal, da sind doch deine Freunde noch. Das war nur ein böser Traum. 1900 Essenz, Leute. Kann ich noch mal gegen den kämpfen? Oh? Was ist bei ihm so? Aber ich will jetzt gerade, also bring mich dann tatsächlich um. Wie lange er wohl braucht, mich umzubringen, wenn ich drauf ansetze. Aber ich meine, wir müssen ihn ja gar nicht nochmal besiegen. Vielleicht das gedacht für ein schnelles Inkampf für Essenz? Falls man ihn dann einfach immer und immer wieder macht, anstatt den anderen? Hm. Na, auf jeden Fall haben wir das doch mit Bravour gemeistert, dann würde ich sagen, wir können hier rechts einmal durch. Dann sind wir nämlich hier in der Schacht. In der Schacht. Genau. Und dann düsen wir hier hoch. Keine Zeit für euch, Leute. Absolut gar keine Zeit. Und jetzt müsste in die Richtung doch... Oh, hallo. Dir lasse ich mir auch nichts mehr sagen. Okay, vielleicht lasse ich mir ein bisschen was von dir sagen. Ich fahr einfach die Kleinen. So, hier mal weiter. Genau, da sind wir doch schon in der Station. Ich liebe die Reichweite, das ist ja ein Traum. Und dann haben wir hier rechts jetzt den Hirschkäfer. Und dann müssen wir einmal zu... Kommen wir denn zu der Guten nochmal? Wo war die denn nochmal, die Gute? Badehaus? Nee. Geisterlichtung, doch, genau da oben. Da müssen wir hin. Bimmel, bimmel. Geisterlichtung ist doch... Ewige Ruhestätte. Guck mal, ewige Ruhestätte, vielleicht war es das. Vielleicht sollten wir die Kompassnadel einsetzen, damit wir wieder wissen, wo wir sind. Das sieht richtig aus. War hier schon immer so ein ominöses Geistergeblubber in der Luft? Okay, hier ist es nicht mehr. Ah, hier haben wir unseren ersten Traumbaum zerschlagen. Ach, die glorreichen Tage. So, meine Guteste. Träger, du bist zurückgekehrt. Lass mich einen Blick auf den Traumnagel werfen. 700 Essenz in Top. Peanuts. Die Träumer dich bei deiner Arbeit beobachten oder sogar dieser alte König.
Dieses Schloss von ihnen, verzweifelt, aber äußerst gerissen. Ich frage mich, wie lange sie dachten, dass es halten könne. Sie redet wahrscheinlich über den, wo der Hollow Knight drin ist. Doch ich verachte sie nicht. Während die Geschichte voranschreitet, stumpfe ich immer mehr gegen ihre Wiederholungen ab. Nimm dein Geschenk und sammle weiter, Sand. Sobald du 900 gesammelt hast, komm zurück und besuche mich. Mach ich. Oh! Luxus. Drei Essenz, Dingsies. Das sind sogar alle Gefäßteile. Ich hab ein Achievement. Nice. So. Der Traumnagel hält jetzt 900 Essenz in seinem Kern. Bist du über die vielen versteckten Träume dieses Königreichs überrascht? Mehr oder weniger. Du fängst an, sie zu sehen. Die Verbindungen zwischen uns und den Träumen, die wir zurücklassen, wie Spuren im Staub. Die Zeit ist gekommen zu lernen, wie du mit dir verbundene Orte wieder besuchen kannst. Halte den Traumnagel fest, Träger, und stelle dir vor, wie sich ein großes Tor vor dir öffnet. Traumtor. Halte Y, halte nach unten, während du den Traumnagel benutzt, um ein Traumtor zu öffnen. Halte nach oben, während du den Traumnagel benutzt, um zu einem... Das ist fancy. Das ist ja super fancy. Aber ich habe noch viel mehr. Der Traumnagel leuchtet hell. Enthält über 1200 Essenz. Ich liebe es, dass das einfach in so einem numerischen Wert ist. Es ist so Dragon Ball. It's over 9000. Fun Fact, er sagt eigentlich, it's over 8000. Er enthält über 1200 Essenz. Wenn ich hineinsehe, kann ich so viele Erinnerungen sehen, die mich anschauen. So viele, die wollen, dass man sich an sie erinnert. Keiner von uns kann ewig leben, also bitten wir diejenigen, die uns überleben, sich an uns zu erinnern. Wählst du etwas im Sinn, wird es mit dir weiterleben. Vergisst du es aber, ist es für immer versiegelt und verloren. Das ist der einzige Tod, auf den es ankommt. So sagt man, aber genug davon. Nimm dieses Relikt und kehre mit 1500 Essenz zurück zu mir. Geh! Oh, ein arkanes Ei, was ist das? Ah, das ist hier dieser letzte Böppel. Da müssten wir eigentlich auch nochmal zu dem kleinen Historiker gehen, aber es geht weiter. Mehr als 1500 Essenz. Der Traumnagel steht so kurz davor, vollständig zu erwachen. Gehe weiter deinen Weg, Träger. Ich weiß nicht, was dich führt oder welcher Wille dich vorantreibt. Nur hauptsächlich die Kommentarsektion. Wenn du 1800 Essenz gesammelt hast, werde ich jedoch hier auf dich warten. Nimm dieses Geschenk, möge es dir Stärke verleihen und dir dabei helfen, die Essenz dieser Welt zu sammeln. Es gibt sogar noch die Möglichkeit... Okay. Zeit ist gekommen, Leute. Der Traumnagel und auch du, Träger. Es ist an der Zeit, für euch beide zu erwachen. Die Essenz, die du gesammelt hast. Die Hoffnung, die in diesem alten Königreich verbleibt. Reines Potenzial. Lass es durch dich hindurch und in den Traumnagel strömen. Heb ihn empor, Träger. Erwachet. Meine Macht von Grayskull. Bin ich jetzt super krass? Erwachter Traumnagel. Um einen Hieb mit dem Nagel aufzuladen und auszuführen, der Traumnagel wurde verbessert. Er kann nun selbst in den am besten geschützten Verstand eindringen. Der König. So. Ich habe auch ein Achievement. Oh, nice. Richtige Achievement-Jagd hier. Nun kann sich kein Traum mehr vor dir verbergen. Du kannst in die dunkelsten Orte sehen. Du musst nur den richtigen Spalt finden. Was wirst du mit einer solchen Kraft anfangen, Träger? Wessen Erinnerungen wirst du jagen? Tu, wie dir beliebt. Mein Versprechen ist erfüllt. Mögen die Verbrechen meines Stammes von der Zeit fortgespült werden, wie auch die restlichen dieses Königreichs. Er hatte wohl mal Dreck am Stecken. Warte mal, du sammelst immer noch Essenz. Vielleicht habe ich eine Besessenheit in dir geweckt. Dann mach weiter. Ich werde warten und deinen Fortschritt beobachten. Oha, 2400 Essenz. Gibt's nochmal was? Aber könnte man theoretisch jetzt immer wieder den Dungritter machen? Ich habe keine Geschenke mehr zu vergeben, aber du würdest dich als der Träger erweisen, auf den mein Stamm gewartet hat. Na gut. Ja, das ist jetzt nicht unser erstes Ziel. Ich würde sagen, wir haben eine überragende Folge Hollow Knight hinter uns. Wir haben drei Bosse auseinandergenommen. Da kann man sich auch mal auf eine Parkbank setzen. Ne? Kann man sich mal hinsetzen, mal entspannen. Macht das auch mal. Setzt euch mal hin, atmet mal durch, trinkt was. Und nächste Folge, meine Lieben, geht's in die Palastgründe. Und dann gucken wir mal, wovon Monsieur König träumt. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.